Wenn ihr weite Strecken zu eurer Arbeitsstätte zurücklegt, könnte es sein, dass ihr eine Mobilitätsprämie vom Staat bekommt. Ob ihr die bekommt und wie ihr die beantragt, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzen leicht gemacht. Mein Name ist Ralf, ich bin Versicherungs- und Finanzmakler. Natürlich kann ich nicht auf jedes Detail eingehen, aber ich versuche das Ganze wie immer so kurz und knapp und verständlich wie möglich rüberzubringen. Wenn ihr weite Strecken zu eurer Arbeitsstätte zurücklegt, dann könnte es sein, dass ihr die Mobilitätsprämie bekommt. Wo finden wir die rechtlichen Grundlagen, wer jetzt die Mobilitätsprämie erhalten kann? Im § 101 des Einkommensteuergesetzes, und das schauen wir uns jetzt einmal an. Da steht dann also drin, Steuerpflichtige können für die Veranlagungszeitraume 2021 bis 2026 neben der Berücksichtigung der Entfernungspauschalen ab dem 21. vollen Entfernungskilometer eine Mobilitätsprämie beantragen. Also ihr müsst zunächst erstmal 21 Kilometer zurücklegen, also ab dem 21. Entfernungskilometer, und darüber hinaus könnt ihr dann diese Prämie bekommen. Bemessungsgrundlage der Mobilitätsprämie sind die berücksichtigten Entfernungspauschalen im Sinne des Satzes 1, begrenzt auf den Betrag, um den das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag unterschreitet. Bei Ehegatten, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, sind das gemeinsame zu versteuernde Einkommen und der doppelte Grundfreibetrag maßgebend. Also ihr müsst ein Einkommen haben, letztendlich ein zu versteuerndes Einkommen, was unter dem Grundfreibetrag liegt. Das zu versteuernde Einkommen ist übrigens nicht der Bruttoarbeitslohn, das ist ein besonderer Begriff aus dem Steuerrecht, da gehe ich nachher aber noch drauf ein. So, lesen wir mal weiter. Bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit gilt dies nur, soweit die Entfernungspauschalen im Sinne des Satzes 1 zusammen mit den übrigen zu berücksichtigen Werbungskosten im Zusammenhang mit den Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit den Arbeitnehmerpauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a übersteigen. Und die Mobilitätsprämie beträgt 14% dieser Bemessungsgrundlage. Der eine oder andere wird jetzt sagen, weißt du was, Ralf, ich habe überhaupt nichts verstanden, ich gebe auf. Gut, ich zeige euch aber gleich, es gibt ein Tool, ein Programm, damit könnt ihr die Mobilitätspauschale berechnen. Und das ist auch das gleiche Tool, mit der ihr später die Mobilitätspauschale beantragen könnt. Das ist nichts weiter als eine Einkommensteuererklärung, die ihr abgebt. Und das machen wir mit dem Programm Elster. Das ist ja das kostenlose Programm der Finanzverwaltung. Dazu müsst ihr euch aber erst bei Elster registrieren. Wenn ihr noch nicht registriert seid, haben wir hier oben einen Link. Da erkläre ich in einem Video, wie ihr euch bei Elster registriert. In meinem Beispielfall soll es um einen Arbeitnehmer gehen, der 13.000 Euro brutto verdient. Das kann also ein Auszubildender sein, der zum Beispiel als Bankkaufmann oder Maurer arbeitet oder vielleicht ein Geringverdiener. Und wir schauen mal, ob der, wenn er 35 Kilometer Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zurücklegt, die Mobilitätsprämie bekommt und wie hoch die Mobilitätsprämie ist. Und dazu, wie gesagt, gehe ich jetzt mit euch gemeinsam in das Programm Elster rein. Ich habe nämlich das Programm schon offen. So, ich bin jetzt hier auf der Startseite und wir sehen hier auf der linken Seite unter meinen Elster, da gehe ich dann auf Formulare und Leistungen, auf alle Formulare und auf Einkommensteuer. Und da klicke ich dann das erste an, Einkommensteuererklärung unbeschränkte Steuerpflicht. Dann kann ich hier das Jahr eingeben. Ich lasse jetzt mal das Jahr 2022 stehen, für das ich die Mobilitätsprämie beantragen möchte. Gehe dann auf Weiter und mache damit ohne Datenübernahme fortfahren. Weiter. Wir sind dann hier auf der Seite, wo ihr den Anlagenassistent nutzen könnt. Mit dem Anlagenassistent, wenn ihr den nutzt, dann werden euch Fragen gestellt und dann sucht euch automatisch Elster die passenden Formulare raus. Wir machen jetzt aber ohne Anlagenassistent fortfahren weiter, weil das geht etwas schneller, und sehen, hier sind schon ein paar Punkte angekreuzt. Der Hauptvordruck, den lassen wir angekreuzt, die Anlagevorsorgeaufwand, und weil wir ja die Mobilitätsprämie beantragen wollen, klicken wir die auch an, und wir haben ja Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit und brauchen deswegen die Anlage N. So, dann gehen wir hier auf Weiter. Und jetzt haben wir die Möglichkeit und können Bescheinigung einfüllen lassen. Das ist alles das, was das Finanzamt über uns gemeldet bekommen hat, unter anderem auch von eurem Arbeitgeber, die Lohnsteuerbescheinigung. So, das mache ich jetzt einmal, Bescheinigung einfüllen. Und da werden schon meine Daten angezeigt. Dann gehe ich auf Auswählen, sage natürlich für steuerpflichtige Person A. Wir haben ja auch nur einige steuerpflichtige Personen. Macht dann weiter oder klickt weiter an. Und hier muss ich jetzt den Abrufcode, den ihr ja vom Finanzamt, wenn ihr euch registriert habt, bekommen habt, eingeben. Und das machen wir jetzt auch einmal. So, wenn wir den eingegeben haben, dann gehe ich auf Absenden und dann werden mir automatisch die Bescheinigungen übermittelt. Und ich gehe dann hier unten auf Formular mit Angaben aus den Bescheinigungen aktualisieren. Gehe jetzt auf Aktualisieren und
Jetzt sind die Bescheinigungen ins Formular eingefüllt und ich gehe dann direkt zum Formular und mache dann mit Dateneinnahme beginnen weiter. Dann bin ich auf der Startseite der Einkommensteuererklärung und da habe ich hier auf der linken Seite, wenn ich den blauen Button ankreuze, kann ich hier navigieren auf diesen Feldern und ich sehe als erstes, dass die Einkommensteuererklärung angeklickt ist und die Festsetzung der Mobilitätspauschale. So, hier sind jetzt Daten aus meinem Profil für mich, die habe ich jetzt übernommen und ich beantrage jetzt noch eine Steuernummer, weil bislang musste ich noch keine Steuererklärung abgeben und sage jetzt einfach neue Steuernummer beantragen. Wenn ihr bereits eine Steuernummer habt, dann könnt ihr hier die Daten eingeben. So, und jetzt arbeite ich mich durch die einzelnen Vordrucke durch. Das kann ich auch mit der Navigation machen. Ich fange an beim ersten Feld. Hier sind dann meine persönlichen Daten, unter anderem die Identifikationsnummer, Geburtsdatum und natürlich habe ich hier einen Musterkunden angelegt. Und dann kann ich mich hier, wie gesagt, mit der Navigation weiter durchhangeln. Dann gehe ich als nächstes auf die Bankverbindung. Die müsstet ihr dann auch eingeben. Die habe ich hier schon voreingestellt. Klicke hier wieder drauf und gehe dann auf die Anlage Mobilitätsprämie. Denn die wollen wir ja beantragen. Und da klicke ich dann auf diesen Stift. Und als erstes werde ich gefragt, der Antrag auf Mobilitätsprämie bezieht sich auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Da sage ich ja. Ich kann hier mit diesem Pfeil navigieren. Und der Antrag auf Mobilitätsprämie bezieht sich auf andere Einkünfte ohne Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, siehe Einkunftsarten laut Zeile 8. Also, wenn ihr jetzt für andere Einkünfte, zum Beispiel ihr habt gewerbliche Einkünfte und habt dort nicht so hohe Einkünfte, dann könnt ihr auch dafür die Mobilitätsprämie beantragen oder für Vermietung und Verpachtung. Dann müsstet ihr hier allerdings noch weitere Daten vornehmen. Aber wir sagen jetzt ja hier nein, weil wir haben ja einen Fall des Arbeitnehmers. So, die Einträge übernehmen wir. Und wir hangeln uns weiter hier auf der linken Seite mit dem nächsten Punkt, Anlage N. So, und gehen hier wieder auf den Stift und haben dann als erstes Angaben zum Arbeitslohn. Wenn ihr die Bescheinigung habt einfüllen lassen, dann müssten hier jetzt eure Daten stehen, die in der Lohnsteuerbescheinigung drin sind. In meinem Fall sind das 13.000 Euro Bruttoarbeitslohn. Falls das jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht der Fall ist oder ihr die Bescheinigung nicht habt einfügen lassen, müsst ihr das händisch nachtragen. Das könnt ihr mit diesem Stift. Dann könnt ihr hier eure Daten eintragen. Ich mache jetzt Eintrag übernehmen und gehe jetzt weiter. Und als nächstes schaue ich mir jetzt die Werbungskosten an. Und da ist natürlich entscheidend Wege zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte. Und dann gehe ich hier auf den Stift. Und bei mir ist es so, ich habe meine Tätigkeitsstätte in Osnabrück. Und vom 01.01. bis 31.12. habe 5 Arbeitstage die Woche, habe nur 15 Tage Urlaub im Jahr gehabt. Ich nehme also was mit ins neue Jahr und habe insgesamt meine Arbeitsstätte an 230 Tagen aufgesucht. Die einfache Entfernung zur Arbeitsstätte sind 35 Kilometer. Und jetzt könnt ihr eintragen, ob ihr die mit dem Pkw zurückgelegt habt oder zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Motorrad, Fahrrad oder ähnliches. Ich sage, ich habe öffentliche Verkehrsmittel genutzt und habe die 35 Kilometer zurückgelegt und habe dafür für die öffentlichen Verkehrsmittel 1.200 Euro im Jahr bezahlt. So, das sind eigentlich schon die wichtigsten Eingaben. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, dass ihr auch weitere Werbungskosten eingibt, wenn ihr sie habt. Denn das mindert euer zu versteuerndes Einkommen, was ja wichtig ist. So, ihr könnt zum Beispiel noch Aufwendungen für Arbeitsmittel pauschal eintragen. Das sind zum Beispiel Fachbücher oder wenn ihr Reinigung habt, eure Arbeitskleidung, dann könnt ihr dafür in der Regel 110 Euro pauschal absetzen. Das könnt ihr dann hier eintragen über dieses Feld und könnt dann hier navigieren und Fachbücher aussuchen und das Ganze dann bestätigen. So, dann haben wir auch noch die Möglichkeit und können zum Beispiel weitere Werbungskosten absetzen. Das wären zum Beispiel Kontoführungsgebühren. Da noch ein Tipp, wenn ihr jetzt den Stift anklickt, dann werdet ihr feststellen, dass in diesem Feld keine Kontoführungsgebühren zu suchen sind. Das heißt, ihr müsst das da reinschreiben. So, ich mache jetzt Eintrag übernehmen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch Fahrtkosten zwischen Wohnung und Schule habt, also eure Berufsschule, dann könnt ihr die auch noch absetzen und müsstet dann eines dieser Felder ausfüllen. Das könnt ihr dann machen, zum Beispiel mit Reisekosten bei beruflich veranlassten Auswärtstätigkeiten. Dann haben wir noch die Anlage Vorsorgeaufwand und da kommen jetzt eure Beiträge für die Versicherung rein. Unter anderem sind das die Beiträge für die Altersvorsorge. Die werden wieder automatisch aus der Lohnsteuerbescheinigung übernommen, nämlich eure Rentenbeiträge, die ihr über euren Arbeitnehmeranteil bezahlt. Das sind in meinem Fall jetzt 1.209. Die werden auch automatisch, wenn ihr die Bescheinigung übermitteln lasst, hier eingetragen. Mache ich jetzt mal Eintrag übernehmen. Das gleiche gilt dann auch für die Krankenversicherung.
Die werden aus der Lohnsteuerbescheinigung übernommen. Wenn nicht, müsst ihr die, wie gesagt, hier händisch nachtragen. Das gleiche auch für die Pflegeversicherung. Und wir gehen weiter. Dann haben wir die steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse. Ihr bekommt ja vom Arbeitgeber Zuschüsse zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung. Und ja, weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen sind dann zum Beispiel die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung. Auch die werden automatisch aus der Lohnsteuerbescheinigung übernommen. Ich würde euch auch trotzdem empfehlen, gerade wenn ihr Geringverdiener seid und nicht so viel Einkommen habt, dann zum Beispiel auch noch auszufüllen, wenn ihr eine Haftpflichtversicherung oder eine Unfallversicherung habt. Das könnte sich noch positiv für euch auswirken. Ja, wenn ich jetzt diese Eingaben gemacht habe, dann kann ich als nächstes auf Prüfen gehen und dann sehe ich schon, oh, ich bekomme 184 Euro Erstattung. Und das gucken wir uns jetzt mal mit der detaillierten Steuerberechnung an. Wenn wir das jetzt anklicken, dann kommen wir auf die detaillierte Steuerberechnung. So, ich habe die hier schon ein bisschen bearbeitet und dann sehen wir als erstes hier, dass wir die festgesetzte Mobilitätspauschale von 184 Euro bekommen. Und jetzt zeige ich euch eben kurz, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht hier den Bruttoarbeitslohn von 13.000, der wird um die Werbungskosten, ja, davon werden die Werbungskosten abgezogen. Und ihr seht schon, hier wird unterschieden zwischen den ersten 20 Kilometer und den darüber hinaus, ab dem 21. Kilometer. Und diese Kosten betragen insgesamt 1.311 Euro. So, die gesamten Werbungskosten, die wir haben, sind größer als 1.200 Euro, also als der Werbungskostenpauschbetrag. Das ist ja das Erste, was erfüllt sein muss. So, und dann seht ihr, dass noch mehr Sachen abgezogen wird vom Gesamtbetrag der Einkünfte, dann noch die Sonderausgaben. Das sind dann die Versicherungen. Und dann gelangen wir zum zu versteuernden Einkommen. Das beträgt 8.914 Euro. Und die zweite Bedingung war ja, dass das zu versteuernde Einkommen unter dem Grundfreibetrag liegt. Das habe ich hier ergänzt. Das sind 10.347 Euro. Die Differenz beträgt 1.433 Euro. Nur in Höhe dieser Differenz könnt ihr später die Kosten berücksichtigen, eure Fahrtkosten, die über oder ab dem 21. Kilometer anfallen. Und das waren ja in diesem Fall die 1.311 Euro. Die sind kleiner als die 1.433, das heißt also, die passen da sogar insgesamt rein. Und davon nimmt man dann 14% und so kommt man dann auf die Mobilitätspauschale. Wenn ihr dann die Mobilitätspauschale beantragen wollt, dann könnt ihr hier auf Versenden gehen. Dann werden euch nochmal alle Daten angezeigt und könnt dann unten auf Absenden klicken und dann habt ihr die Mobilitätsprämie beantragt. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen. Wenn ihr die Mobilitätsprämie beantragt, könnt ihr mal gerade unten in den Kommentar reinschreiben, ob das alles geklappt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es super, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst, wenn ihr das Video teilt und wir sehen uns wieder im nächsten. Ciao.